In diesem Jahr sind der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, Philipp Köster, und sein Kollege Jens Kirschneck wieder auf Lesereise. Dabei kamen sie auch im Zentrum in Bayreuth vorbei und wir hatten die Gelegenheit, die beiden nach ihrem Auftritt auf ein Interview zu treffen und einige Fragen zu stellen. Unter anderem, ob die beiden denn Gemeinsamkeiten zwischen Felix Magath und Lothar Matthäus sehen, außer dass diese aus Franken kommen. Ich glaube, dass sie vor allen Dingen so Angehörige einer Generation sind, auf die wir immer nostalgisch zurückblicken. Also diese ganzen 80er, 90er Jahre, als Fußballer ja auch noch solche Urviecher waren. Es gibt ja so einen Dokumentarfilm von der WM 1990 von Sepp Maier gefilmt in der Kabine. Die laufen da ja alle halbnackt rum und Lothar Matthäus macht mit dem Pokal obszöne Gesten und so weiter. Und man sieht einfach, das sind alles so Viecher, so Urmenschen. Ne? Also wenn man sich da heute diese getrimmten Typen wie Cristiano Ronaldo und so weiter anschaut, also ich finde sowohl Felix Magath als auch aber vor allen Dingen Lothar ist für mich so ein Relikt aus so einer vergangenen Generation. Und dann wollte ich fragen, ob es etwas gibt am Fußball, was Sie beide völlig unhumoristisch finden, völlig unspektakulär und worüber Sie überhaupt nicht schmunzeln können. Darf ich was sagen? Bitte schön. Wir waren im Juni im Stadion, Anfang Juni. Arminia Bielefeld hatte zwei Relegationsspiele gegen Darmstadt, hat in Darmstadt mit 3:1 gewonnen und hat es dann geschafft, tatsächlich geschafft, zu Hause das noch irgendwie zu verlieren. Und da habe ich keinen von uns beiden lachen sehen, oder? Da sah ich tatsächlich mehrere erwachsene Menschen flennen. Leute, die gesagt haben, ich habe aufgehört zu rauchen seit 30 Jahren, zogen 3 Kippen innerhalb von 3 Sekunden durch. Und zum Schluss, was halten Sie denn von der Spielvereinigung Bayreuth? Ich finde ja, dass wenn man nach Bayreuth kommt, man eigentlich ja nur gerührt sein kann über diese ganzen Typen, die noch dieses Museum am Laufen halten, was total unkommerziell ist, wenn man den ganzen anderen Scheiß da sieht, FC Bayern, Erlebniswelt und das Borussium und das Museum bei Werder und so weiter. Und dann sieht man wirklich Leute, die mit Herzblut so ein Museum am Laufen halten, sowas finde ich total großartig. Das ist eine Mannschaft, die auch so ihre Mythen aus den 80er Jahren schöpft und in den 70er mal zweite Liga gespielt, großartige Devotionale und eine Stadt, die es eigentlich total verdient hätte, wieder in einer zumindest zweiten Liga zu spielen. Wer das Fußballmagazin Elf Freunde noch nicht kennt, sollte das schnell ändern. Wir garantieren euch, dass die Texte von Köster, Kirschneck und Co. euch ebenfalls Lachtränen in die Augen treiben werden.